Ja, wieder mal heim von unterwegs. Ich habe wieder mal ein paar Tage Urlaub. Nachdem ich 4 Wochen aus Rumänien zurück bin, habe ich jetzt schon wieder eine Woche Urlaub. Muss ja meinen Urlaub alles kriegen. Ich habe ja, war ja das halbe Jahr krank. Ja gut, ein Vierteljahr. Und da war ich gestern im Gutauer Teichgebiet, nicht kurz hinter Bautzen. Und heute habe ich vor, nach Eupin weiterzufahren. Ich habe gestern dort auf dem Wanderparkplatz gleich geschlafen. Und in Eupin habe ich mir dann auch schon was rausgesucht, wo ich am Ende übernachte. Rechts links war schon ganz schön kalt, aber ich habe ja eine Heizung im Auto. Da geht das eigentlich schon mal. Ich melde mich dann in Eupin weiter. Jetzt. Ja, bin jetzt hier kurz hinter Eupin. Gerade kam die Kleinbahn vorbei. Da werde ich heute oder morgen ja, eine Runde mitfahren. Und gerade gesehen, die haben einen Speisewagen da drin. Das ist ja cool. Da weiß ich schon, wo ich morgen mal ein Bierchen trinken werde. Haben Platz gefunden. Daneben der gelbe Spender. Ich weiß gar nicht, war die Spender oder war der andere Platz? Egal. Jedenfalls, denn der ist auch drin ausgebaut, liebe. Krasser Gegenteil zu Rumänien. 2 Kilometer weg von Eupin hast du kein Internet, ganz schwaches Internet bloß noch. Steht schief, muss ich mich auch schief stellen. Unser erster Geocache befindet sich inmitten der Bodensteine, zwischen denen sich der mächtige Waldtorwächter erhebt. Mit einer Höhe von 30 Metern ist er einer von vielen hervorragenden Kletterfelsen des Zitterauer Gebirges. Das Zitterauer Gebirge zählt als kleinstes, aber dennoch schönstes Gebirge Deutschlands. Unweit der Stelle, wo wir uns gerade befinden, sind der Eupin mit seiner beeindruckungsvollen Burgruine, sowie der Hochwald mit seinem atemberaubenden Ausblick. Im Zitterauer Gebirge gibt es außerdem eine Menge auffälliger Gesteinsformationen aus Basalt und Sandstein. Als Vertreter der Sandsteinformationen erheben sich mitten im Eupiner Wald die Rosensteine. Die hohe Anhäufung von Sandstein und Basaltformationen weisen auf die vulkanische Aktivität hin, die hier vor Urzeiten war. Doch nun zu unserem Cache. Wenn ihr aus Richtung Eupin kommt, der Bürgerallee folgt, seht ihr links die erste imposante Gesteinsformation, die etwas von mehreren Elefanten hat. Nun nur einige Schritte weiter findet sich zu eurer Rechten der Waldtorwächter.
folgt dem Weg weiter und schon bald könnt ihr diese beeindruckende Gesteinsformation sehen. Hier kommt ihr an den Wegkarte und folgt etwa 30 Meter den Weg Richtung Töpfer und wendet euch anschließend nach links. Folgt ab jetzt unserer Intuition, folgt ab jetzt eurer Intuition und der Cache wird bald euch gehören. Intuition habe ich keine, aber wir schauen mal weg. Und die Nasen müssten eigentlich sein. Dann aber... Ist ja übrigens... Geocaching, der momentan ist, ich weiß mal noch machen darf. Keine Kneipe darf man da rein, nur noch arbeiten gehen und einkaufen. Na doch, mehr als nur Dauer. Thank you.
Weg passt ganz gut noch vorbei und da mache ich noch mal ein wenig Geduld. Bis zur Butterdose und zur Kaffeedose alles sein. Ja, also. Okay. Ja, eine Maske noch drin. Ich wollte schon sagen, außer erfolgreich Sand in die Schuhe zu bekommen. Ich habe Stehen auf halt daneben. Aber wie geht das noch? Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur tschechischen Grenze. Und da liegt eigentlich auf tschechischer Seite noch einer, aber da ist ganz kurz hinter der Grenze. Und an so einem Waldwanderweg. Also ich glaube nicht, dass da jemand Ärger macht. Einreisebestimmungen nach Tschechien sind ja jetzt irgendwie ganz bescheuert. Wir müssen. Ja, jetzt laden wir das Handy noch eine halbe Stunde nach und dann laufen wir mal hoch zur tschechischen Grenze. Die Einreisebestimmungen sind ja momentan ziemlich hart. Die lassen ja gleich gar keinen rein. Aber ich denke mal, jetzt hier wild über die Grenze laufen ist kein Problem. Und da ist nämlich da oben noch ein Cache versteckt, den ich mir dann auch noch holen will. Und ja, in der Zwischenzeit mache ich mir das Bier mit den Fläschchen gemütlich.
Koordinaten mehr auf das Gerät weisen. Und auf der Straße sind schon einige Leute langgelaufen. Ja. Alles klar, lockt. Kamera auf Infrarot umgestellt. Kleines Süppchen kocht. Ja, und die mit dem Camper sind gerade wirklich eingestiegen, nicht mehr auf mein Hallo reagiert und durchgefahren.